Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit neuem Tag, neuer Aufnahmesession in Miniformat für Daily Ops. Und da wir ja für Daily Ops machen, gehen wir auch instant rein und hoffen einfach mal, dass heute was Cooles kommt am Ende. Heute sind es Blutadler mit Höhlen und leider Nahkampf ausschalten. Yay. Das heißt, ich lasse mich eher boxen und das ist gut. Stählerne Bruderschaft. Einige Verbindungsgeräte sind ausgefallen. Ihr habt den Auftrag, sie zu aktivieren. Repariert den Verstärker. Dann können wir die Verbindungsgeräte finden. Ausrücken. Und reiß dich. Verbindung zum Verstärker hergestellt. Die Verbindungsgeräte laufen noch nicht. Geht also zum ersten Gerät. Bin doch schon unterwegs. So. Immer das Slalom gelaufen. Signalkalibrierung läuft. Aber Vorsicht, ihr habt hier in ein Wespennest gestochen. Nicht in ein Hundenest? Na. Habe ich nicht noch irgendwas Besseres? Eigentlich nicht so, ne? Ich könnte ein bisschen gegenhalten. Hä? Ist natürlich auch eine Idee. Weil die werden sowieso nicht herkommen. Und wenn sie kommen, dann... Batz. Krieg 50 Kaliber-Patronen. Schade, dass man keine Plasmakerne bekommt. Oder Fusionskerne. Aber wäre, glaube ich, auch zu viel des Guten. Na, jetzt müsst ihr aber langsam mal herkommen, sonst komme ich nicht. Kann ich euch nicht wegmachen. Ihr leuchtet doch schon alle. So, einmal reload. Was beißt mir denn da gerade in den Hintern hier, ha? Kleiner Wauwi. Oh, Cryozelle, kann ich auch gebrauchen. Das Wort sagen wir hier nicht im LP. Hilft ja auch nicht. Nun komm, werd voll hier. Nicht so, dich jetzt da durchrennen und einfach mal durchmähen, alles wegmachen. Das Problem ist, dann lädt das Ding nicht und die Zeit ist sowieso in den Höhlen ein bisschen knapp besetzt. An und für sich die schlechteste Karte und die schlechteste Mutation. So, nun komm. Nee. Oh, da hinten haben wir mal wieder einen. Verpuppelt. Verbindungsgerät 1 kalibriert. Wir brauchen allerdings auch das zweite. Also los. Naja, bin ja schon unterwegs. Eieiei, 3 Minuten haben wir schon um. Das ist immer so das Problem, das ist hier immer recht knapp bemetzt. Komm. Perfekt. Das Signal des Okay, das wollte ich nicht. Wieder rein da. Noch nicht fertig. Bleib dran. Lass dir Zeit. Genau, da kommt gerade nur einer mit einem Flammenwerfer von vorne sogar noch. Einfach Zeit lassen. Ist das mein Blut? Nee, das ist meins. So. Oh, noch ein Bobby. Na, hier geblieben. Bleibst du jetzt hier? Brennstoff nehme ich auch. Genau. Ich gebe ihm Deckung. Kommt gerade zu wenig. Was ist los hier? Das irritiert. Kafake!
Kai, na, Kai auch. Boom. Die krieg ich nicht mehr gelootet. Viel zu wenig Wasser hier. Ist immer blöd, wenn die Körperteile im Wasser landen. Kann man sie nicht mehr looten, weil man dann immer die ganze Zeit schmutziges Wasser trinken soll. Na. Erwischt. Wer meine Nahkampfreichweite kommt, ist selber schuld. Was mich mal interessieren würde, was ich aber noch nie ausprobiert habe. Machen wir mal das nächste Mal, wenn Nahkampf ist, Wurfwaffen mitnehmen. Weil eigentlich machen die Nahkampfschaden. Ob man denn so den ganzen Käse umgehen kann. Also Wurfmesser, Fleischerbeil. Das wäre mal eine Idee. Aber ich glaube, das hätten sie. Ich glaube, das wäre sonst Umgehung des Ganzen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber trotzdem mal ausprobieren. Ja gut, das ist sowieso heute mein letztes Mal für heute. Daily Orbs. Das heißt, ich muss aufs nächste Mal warten. Probier es mal aus. Und dann werden Wurfmesser hingeschmissen. Wobei Fleischerballe sehen ein bisschen geiler aus. Okay, die Geräte liefern jetzt wieder Daten und. Tja, das sieht nicht gut aus. Sondern eher ziemlich gefährlich. Danke schon mal im Voraus. So. Zwischendrin nochmal die Waffe gewechselt. Weil mehr Bums und so. Ah, bin dabei. So, Hände. Zack. Für die Blutadler. Ja, für die Bruderschaft. Nochmal. Nochmal, mach schon. Oh. Na, kommt schon. Jetzt kippt um hier. Wo ist der Große? Spiel verrückt. Keine Ahnung, was das ist, aber wir müssen es ausschalten. Sofort. Die Verbindungsgeräte werden wunderbar. Daten liefern und ihr habt eine ernste Bedrohung ausgeschaltet. Ruht euch aus, ihr habt es euch verdient. Dodge, Ende. Okay, schnell raus, bevor die nächsten kommen. So, zack. Dann wollen wir mal gucken. Und wir bekommen Bauplan Neon-Schild geöffnet. Hab ich Bauplan Neon-Schild geöffnet hier schon? Gesagt, beim anderen weiß ich, ja. Bei dem hier, keine Ahnung. Gucken wir gleich mal. Ist ja jetzt quasi erst neu, dass ich quasi immer daily-mäßig jetzt hier reinrenne. Sollten Sie nicht Supermutanten auslöschen? Nein, habe ich noch nicht. Cool. Das heißt, wir haben wieder einen neuen Vault-Artikel. Also, Vault-Artikel, ja. Ein für unseren kleinen Imbiss da unten. Und sag mal, ihr habt ja echt einen Sockenschuss auf, ne? So, dass meine Geschütze überhaupt nicht rankommen. 10 Kilometer, ne? Sniper Bullseye, so nach Motto. Ich weiß, ich habe ein riesiges Haus, aber trotzdem. Nächstes schmeiß ich Granaten nach euch. Gut. Dann haben wir jetzt hier unten einmal Sendereichweite. Jetzt muss ich mal schauen, was haben wir da? Fange Jäger ab. Lauft ihr noch oder lauft ihr nicht? Die laufen noch, das heißt, wir fangen uns erstmal die Jäger ab. So ein bisschen Staatsanleihen. Und dann werden wir mal gucken, was wir sonst noch so von den Quests erledigt kriegen. Aber wenigstens war Daily Ops heute mal nicht enttäuschend.
So, erstmal Muni-Check abmachen hier. Ja, hab hiervon noch ordentlich. Das meint sich jetzt so die Bähfliege auch so. So, die müssten mir jetzt direkt entgegenkommen. Also voll in die Arme laufen. Da ist was in der Nähe. Nein, ich bin noch nicht in der Nähe. Ah, da ist er. So, gleich mal Krach an den Blutadlern üben hier. Und an den Raidern. So, Einsturzgefahr. Nee, Einsturzgefahr möchte ich jetzt nicht haben. Denn, gucken wir mal, Sendereichweite da oben. Sendereichweite da oben. Jetzt. Jäger sind ja immer schön simpel. Klappen auch immer ganz schnell weg. Das heißt, jetzt müssen wir hier. Lups. Radio. Peilsender. Mutanten einmal wegziehen. Und ich merke, ich laufe hier noch in der vollen Power Armor rum hier. Also in der dicken. Nicht in der. Ich kann nur looten. Ist halt schon gewöhnungsmäßig so. Jo, Power Armor an. Gib ihm. Warum auch nicht? So, hier immer alles mitnehmen. Die müssten ja jetzt gleich da unten sein. Na? Ey, kommt mir direkt entgegen. Das geht ja mal gar nicht. So, den Rest nehme ich jetzt noch nicht mit, denn ich will ja wenigstens die Fotos jetzt noch machen. Ah, die Freakshow haben wir heute. Und die Freakshow ist ja voll in Ordnung. Das passt schon. So, was haben wir jetzt hier vorne? Na gut, hauen wir erstmal hier rein. Bevor die Stechflügler mich gleich sehen. Und da flattert auch noch einer. So. Gibt's nochmal ein bisschen Stechflügelfilet. Ah, nicht schlecht. Und dann können wir schnell das Foto machen. Zack. So, Foto Nummer 1. Und das zweite brauchen wir jetzt auch nur noch. Und können auch gleich dazu noch abgeben. Sitzen aber heute gut in der Zeit. Das ist sehr schön. Ich mag den Nebel nicht, selbst bei Dunst. Peach in Foundation. Also Kaffee-Junkie. Du hast das. So, musste sie töten. Natürlich. Gib her. Danke für die Staatsanleihen. Ich könnte echt gerade was. So, und jetzt gehen wir noch das Beweisfoto machen. Dass Peach am Kaffee trinken ist. Gibt nie genug Beweise. Hast du mein Werkzeug gesehen? So, ah, wunderbar. Ich hab's. Da können wir auch die Fotos gleich abgeben. Mensch, da kriegen wir also bestimmt sogar noch ein bisschen klein wenig mehr hin. Ja, das dürfte passen. Schauen wir mal.
wie schnell ich jetzt das Ganze abgeben kann. Bin jetzt gerade am überlegen, was ich ja jetzt aus unserer Questliste noch abzlibbeln. Könnten die Besetzer probieren. Ich habe. So, hier einmal Intelligenzbonus. Gab noch einmal Staatsleihen. Aber so kommen wir wenigstens jetzt auch mal auf ein bisschen mehr Gold. Was sagen wir mal, 90 Gold pro Tag jetzt sogar. Nicht 400 Gold für eine Woche. Na okay, gut, wenn man jetzt die 300 Gold noch mit hinzurechnet, die man über die Kronkauken pro Woche kriegt. Du hast den Verräter also gefunden. Hast du... Passt das eigentlich? Die Leute hier so, meine ich den Roxy, ist getan. Dabei waren wir doch zuerst da. Na komm. Deine Belohnung ist... Genau, meine Belohnung ist immer fällig. So, ich sollte mal wirklich die Power Armor wechseln. Sonst bin ich gleich mordsmäßig voll. Kleidung. Wo bist du? Da bist du. So, von voller Kampftracht ab in die Bagger. So, dann wollen wir mal gucken jetzt. Das Umspannwerk dürfte an und für sich recht leicht sein. Maximal Ameisen und eine Todeskralle. Wobei die Todeskralle und die Ameisen schon untereinander sich fetzen. Das heißt, es wird wohl wahrscheinlich nur noch die Todeskralle sein. Ne, die Todeskralle fetzt sich mit irgendwas anderem. Man hat sich gerade rausgebackt. Bäfliegen. Mhm. Ah, hat trotzdem noch gezählt. Nette Show. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Okay. Gut, dann hätten wir jetzt hier auch nochmal Brandbestien DNS. Na komm, die kriegen wir noch hin. Haben wir eigentlich noch genügend Zeit? Innerhalb von 3 Minuten können wir noch ordentlich Blödsinn einstellen hier. So, was haben wir hier? Oh, ich habe schon wieder vergessen, dass das Ding hier Körperteilschaden macht. Und hier haben wir Grognak, den Barbaren. Komm, ich will mal ein bisschen Feuerunterstützung haben. Da gönne ich mir jetzt auch mal die Ressourcen. Moment, das kann ich auch. So, jetzt kommen wir endlich her hier. Ja, mit Körperteilschaden auf eine Brandbestie rumholzen. Damit sie da vorne landet. Oh nein, ich hab's nachladen. Abgebrochen. Komm, 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 komm. Nee, du darfst klopfen. Auf die wollte ich. Oh, Ratten. So. Haben wir so. Ich wollte gerade sagen, ich habe alle. Und dann musst du mich nochmal anschießen hier. Haben wir sie alle? Das heißt, wir können. Na, wenn ich auf Leichen von Maulwurfsratten schieße, dann kriege ich die eine Maulwurfsratte auch nicht tot. So, hier jetzt auch einmal DNS sammeln.
Und einmal oben nochmal abgeben. Das passt. Das sitzt, das wackelt und das hat Luft. So, dann schauen wir mal, dass wir da jetzt vielleicht heute Blei kriegen. Wobei, ich sammle halt momentan wirklich sehr wenig auf. Ah, hallo nochmal. Das heißt, das könnte sein, dass ich wieder nichts kriege. Aber gut, gucken kann man ja trotzdem. Weil das erspart mir jedes Mal das Lucky Hole, wenn ich da jetzt ab und zu mal das Blei wenigstens mitkriege. Irgendwann muss es ja wieder da sein. Irgendwann habe ich ja genug eingesammelt. So, eins. Vergiss es, so leicht kommst du nicht an mich ran hier. So, gucken wir mal, dass wir schneller sind, als die Polizei erlaubt. Bevor der erste Ghoul mir wieder in den Rücken springt. Ich höre ihn schon. Ah, fuck. Fast. So, guck mal. Nochmal. In die Ecken springen hier. Das Blei ist aber immer noch nicht da. So. Dann nehmen wir dich noch mit. Porten einmal kurz nach Hause. Um ihre Mitarbeit. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.